Schultages des Vereins der Techniker, VDT. Als nächstes wird vortragen Herr Professor Dr. Ulrich Schmidt. Hallo. Sein Fachgebiet ist die Mechatronik. Er unterrichtet an der Hochschule in Aalen. Und er wird Ihnen einen Einblick darin geben, wie man das in Deutschland oft kritisierte, langwierige akademische Studium vielleicht auch ein bisschen beschleunigen kann, indem bestimmte Sachen anerkannt werden, zum Beispiel aus der technischen Ausbildung. Und Herr Professor Schmidt, wir sind gespannt. Vielen herzlichen Dank. Der Titel meines Vortrages lautet Modellstudiengang mit Verkürzung der Studienzeit, kurz MEKA. Damit Sie sehen, dass der Vortrag eine gewisse Struktur hat, habe ich Ihnen ein paar Aufzählungspunkte aufgelistet. Wie wollten wir vorgehen? Wir haben einerseits den Luxus, den Kollege Hampe vorhin schon seitens der Unis beschrieben hat, der Maschinenbau an den Unis, aber ich glaube auch an so gut wie allen Fachhochschulen, fährt momentan eine Überlast von etwa 50%. So geht es uns in der Mechatronik, zumindest in Aalen auch. Wir fahren halt auch 150% und haben uns trotzdem den Luxus gemacht, uns zu überlegen, wie können wir denn mit Augenmaß die Dinge umsetzen, die im Grunde genommen auf der Hand liegen und die jedem auf den Nägeln brennen, nämlich Technikerinnen und Technikern die Ausbildung verkürzen, indem wir das anerkennen, was anerkennenswert ist. Und das soll das Ziel dieses Vortrags sein. Wir wollten von Anfang an eine klare Perspektive bieten. Das bezieht sich so ein bisschen auf Ihre Findungsprobleme. Was soll ich machen und wenn ja, wie und wo? Wir wollen also den jungen Leuten, die bei uns studieren, von Anfang an sagen, so geht's und bitte andererseits aber auch, so geht's nicht. Wir haben das Problem, dass wir flächendeckend die Anrechnung beruflicher Leistungen nicht abarbeiten können. Der Grund ist ganz einfach, der Ruf nach Geld. Ich habe das, was ich gemacht habe, aus Bordmitteln finanziert, im Rahmen von verschiedenen Abschlussarbeiten, aber ich habe keine Assistentin oder keinen Assistenten, da würde auch ein Mensch nicht reichen, um alle Aufstiegsfortbildungen, die es im Lande gibt, nun abzuklopfen auf meine Studiengänge, für die ich hier stehe. Was wir dennoch machen wollen ist, wir wollen nicht top-down, sondern bottom-top vorgehen. Das heißt, wir wollen uns die konkreten Fälle vornehmen und sagen, okay, bei denen entscheiden wir, was ist dort anzuerkennen und was nicht. Und das wollen wir in eine zentrale Datenbank einstellen, auf die alle HAWs zunächst mal, also alle ehemaligen Fachhochschulen Baden-Württemberg Zugriff haben, um diese Entscheidung einerseits transparent und andererseits auch belastbar zu machen, damit nicht heute in Heilbronn anders entschieden wird als vorgestern in Aalen. Das heißt, wir wollen eine gewisse Standardisierung haben und wir wollen natürlich bestimmte Beispiele auf einer Internetseite, so modern sind wir schon auch, realisieren. Jetzt ist das nächste Problem, es gibt zwar Rahmencurricula für Maschinenbau und Mechatronik, die sind aber, die geben gewisse Leitplanken vor, aber die Ausgestaltung kann der einzelne Studiengang vor Ort, und das auch mit Recht, vornehmen, mit Rücksicht bei uns auf die regionale Industrie, aus der wir normalerweise unsere Studierenden ziehen und in die wir sie in der Regel auch entlassen. Das heißt, wir haben das Problem, dass es kein Standardcurriculum Maschinenbau oder Mechatronik auch an Fachhochschulen nicht gibt. Die jeweiligen Fachbereichstage haben da zwar bestimmte Richtlinien verabschiedet, danke auch dafür, dann hat man wenigstens etwas, an das man sich halten kann. Die restlichen 20% sind unsicher, über die muss man dann halt individuell reden. Das nächste Problem ist, nicht nur die Hochschulen sind divers und die Studiengänge, auch die Aufstiegsfortbildungen sind dies. Und da wird für mich die Landschaft immer unüberschaubarer. Das heißt, wir haben ganz schnell den Gedanken verworfen, uns eine Liste zu machen und zu sagen, was gibt es denn und was könnte man denn im Eventualfall worauf anrechnen, weil das relativ schnell klar war, bis wir die Liste fertig haben, sind die Curricula bei uns und draußen 5-mal überarbeitet worden, dann stimmt nichts mehr. Also lass uns andersrum vorgehen, die konkreten Fälle, die wir haben, die gucken wir uns an, schreiben das mit dem entsprechenden Stand der Ausbildung in eine Datenbank und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir haben gesagt, studieren ist studieren, egal ob jemand berufsbegleitend oder Vollzeit studiert, das darf keinen Unterschied machen.
Wieso ich das so betone, liegt einfach daran, die ersten Schritte sind im berufsbegleitenden Studium gemacht worden. Wir haben es im letzten Herbst übertragen auf ein Vollzeitstudium. Wir haben das natürlich nicht allein gemacht, sondern wir haben uns die Partner mit an den Tisch genommen. Natürlich zunächst mal meine regionalen Partner, das ist die IHK Ostwürttemberg, das ist die Handwerkskammer Ulm, das sind verschiedene Fachschulen und der Anstoß für dieses verkürzte Studienmodell, von dem ich heute berichte, kam tatsächlich aus Erfurt, von jemandem, der in der damaligen Ankomm-Initiative Bekus Ing mit der beteiligt war. Und dieses Projekt kam halt zu dessen und zu aller Leidwesen nie zum Fliegen. Es gab zwar ein Rahmencurriculum und es wurde festgelegt, was man denn anerkennen kann, aber realisiert wurde das nie. Und dann haben wir gesagt, wir Baden-Württemberger machen sowas besser. Sie sehen aber, wir reden nicht nur mit Baden-Württembergern, wir haben auch die Nördlinger Fachschule für Technik und wie gesagt, mittlerweile rede ich auch mit Ansbach, auch im, wobei man aufpassen muss, das ist im Fränkischen und Franken und Bayern mögen sich nur auch nicht so, also wir reden auch mit fränkischen Hochschulen. Was komplett unstrittig ist, dass das Niveau unseres Studiums darf darunter nicht leiden, weil wenn wir anfangen, ein Niveau unterhalb des jetzigen Bachelors einzuziehen, haben wir alle miteinander verloren. Sobald der erste Mensch draußen rumrennt, dem auf der Stirn geschrieben steht, Ingenieur zweiter Klasse, dann können wir einpacken. Der, ich, von daher ist das unstrittig, die Qualität muss erhalten bleiben. Wir wollen die Aufstiegsfortbildung durchaus, wenn sie denn passt, offensiv angehen und sagen, okay, wir haben eine Basis, auf der wir entschieden haben und dann brauchen wir darüber nicht mehr reden, wenn jemand mit dieser Qualifikation ankommt. Was auch an uns herangetragen wird und wurde, war, naja, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel, das technische Zeichnen wird doch auch schon in der entsprechenden dualen Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker gelehrt. Das könntet ihr doch dann auch anerkennen, obwohl der Mensch noch keinen Techniker und keinen Meister hat. Da sagen wir, nee, da tut uns leid. Wir haben es tatsächlich geprüft und dort ist die Tiefe und der Umfang nicht gegeben. Zumindest nach den Dingen, die wir uns angeschaut haben. Natürlich besteht relativ schnell eine Schwierigkeit darin, dass für den Kandidaten oder die Kandidatin eine solche Anrechnung sich auch irgendwie in Zeit auszahlen soll. Durch Anerkennung einen Flickenteppich des bisherigen Curriculums zu erzeugen, Sie werden nachher einen Chart sehen, ist zwar relativ nett, aber wenn das Studium dann doch so lange dauert, als wenn ich nichts anerkannt bekommen hätte, ist die Attraktivität nicht ganz so hoch. Also war das die nächste Schwierigkeit, dass wir einerseits, wie ich sage, mit Augenmaß anerkennen wollten. Mit Augenmaß heißt, ich darf jemanden durch die Anerkennung nicht anschließend vor Probleme stellen. Plakativ Mathe 1 anerkennen und in Mathe 2 versteht der Mensch nur noch Bahnhof, ist Käse. Dann haben wir alle miteinander nichts gekonnt, also muss das sicher sein, dass das, was ich anerkenne, tatsächlich auch an den Fachschulen gelehrt worden ist. Das nächste an Herausforderung war tatsächlich, lässt sich dadurch eine vernünftige Verkürzung des Studiums erzielen? Wenn ich hier stehe und darüber berichte, ist ziemlich klar, wir haben es hingekriegt. Wir haben dazu die vorhin von mir auch schon in die Diskussion gebrachten Ingenieurpädagoginnen und Ingenieurpädagogen bemüht, weil das nämlich Leute sind, die einerseits auch die Fachsprache, nicht nur die Technik beherrschen, sondern andererseits auch die Fachsprache. Für so einen knorzligen Ingenieur wie mich sind Lernzieltaxonomien nach Blum, Anderson und Gradwohl lange Zeit ein Buch mit wahrscheinlich eher 14 als 7 Siegeln gewesen. Und darum haben wir uns dort der wissenschaftlichen Arbeiten der Ingenieurpädagoginnen und Ingenieurpädagogen bedient und haben gesagt, okay, ihr habt die Technikvorlesung wenigstens zum großen Teil durchlaufen, ihr wisst, wovon ihr redet und ihr könnt es auch tatsächlich in die Sprache der Pädagogik umsetzen. Als Zwischenergebnis kam raus, es macht nur Sinn, dass wir bei Technikerinnen und Technikern über eine signifikante Verkürzung der Studienzeit nachdenken. Das ist schmerzlich für alle IHK und alle Handwerkskammern, weil deren Hauptklientel sind Meisterinnen und Meister. Aber ich stehe immer noch auf dem Standpunkt,
es muss sauber und fundiert sein und nicht nur Anerkennen des Anerkennens wegen kann das Ziel sein, sondern wir müssen das verantwortungsbewusst machen. Der Grund, wieso wir es bei den Technikern realisieren können und bei den Meistern es nicht glauben, liegt einfach zum Teil ganz profan in der Tiefe und in der Dauer der Ausbildung. Die Meisterausbildung ist in der Regel über einen breiten Daumen halb so kurz wie die beim Techniker. So kenne ich es zumindest. Wir haben, und das habe ich vorhin schon erwähnt, bei berufsbegleitenden Studiengängen, die wir vor 5 Jahren ins Leben gerufen haben, so Vorstudien gemacht, weil wir hatten bis dato in unseren Vollzeitstudiengängen vielleicht mal jemanden, der Meister oder Techniker war. Und in so zusammengelegten Veranstaltungen im Grundstudium haben wir dann halt roundabout 100 Leute. Und wenn da ein Techniker oder eine Technikerin drin sitzt, dann geht der Mensch unter. Da können die Fragen noch so häufig sein. Irgendwann sagt man mal, okay, wir müssen das vielleicht individuell weiter diskutieren, aber der Rest der Meute fängt schon an, sich zu langweilen, also machen wir weiter. Bei den berufsbegleitenden Studiengängen, die wir seit 5 Jahren fahren, haben wir 2/3, die nicht schulisch qualifiziert sind für ein Studium, sondern halt über eine Aufstiegsfortbildung. Das heißt, dort sind die Fragestellungen ganz andere. Und so wurden wir halt über diesen Zweig gezwungen, über Anrechnungen nachzudenken. Und das, was dort entstanden ist, hat dann zu diesem Modellstudiengang geführt. Was haben wir untersucht? Wir haben den allgemeinen Maschinenbau untersucht, berufsbegleitend, die Mechatronik berufsbegleitend und Vollzeit. Wir haben uns die aufgelisteten, ich muss Ihnen nicht alles vorlesen, die aufgelisteten Aufstiegsqualifikationen angeschaut und haben gesagt, okay, gibt es dort Potenziale, die man irgendwie miteinander in Einklang bringen kann. Problem ist, dass die Lehrpläne der Fachschulen, ich habe mit 3 Bundesländern verhandelt, alle komplett unterschiedlich sind und dass, wenn man sich egal baden-württembergisches Modell oder das baden-württembergischen Lehrplan anguckt, ist das, was bei uns in Konstruktionslehre 1 vermittelt wird, dort verteilt in 5 verschiedenen Kompetenzclustern oder wie auch immer man das nennt. Das heißt, es ist schon eine relative Fleißarbeit und da bin ich dankbar, dass ich die Unterstützung meiner Ingenieurpädagogen hatte. Die Folie habe ich bewusst gewählt, um Ihnen zu zeigen, wie das konkret aussieht. Wir haben uns tatsächlich mal gedacht, was ist denn überhaupt vorstellbar, was anerkennungsfähig ist und haben das dann abgeglichen mit Technikern und Meistern. Das ist nur ein Ausschnitt aus einer, keine Ahnung, 7 Seiten langen Liste. Sie sehen, wir haben bei dem Industriemeister Metall gesagt, die Fertigungstechnik, die können wir anerkennen. Das kann der Mensch sicherlich in ausreichender Tiefe und Umfang. Der kann gegebenenfalls sogar mehr. Der kann nämlich, der weiß, dass er die Wendeschneidplatte vorher an einem Abziehstein abziehen muss, damit die länger hält. Das weiß der Ingenieur oder die Ingenieure nicht unbedingt. Beim technischen Zeichen waren wir auch sicher, beim 2D-CAD haben wir bei dem Meister gesagt, nee, das wird in den Meisterkursen nicht generell in ausreichender Tiefe und Umfang vermittelt. Das heißt, pauschal erkennen wir das nicht an. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe aber hier Zertifikate, also so Weiterqualifikationen von irgendwelchen Softwarefirmen, das ist eine andere Geschichte. Aber pauschal erkennen wir das bei Meistern nicht an. Sie sehen drunter, die 3 ersten Zeilen stimmen wohl überein. Beim Techniker sagen wir, okay, da sind wir sicher, dass das 2D-CAD in dem Umfang vermittelt wird, wie wir es auch vermitteln würden. Und drunter sehen Sie dann die Maschinenelemente, die wir bei den Technikern auch noch anerkennen. Dann kamen wir aus den Erfahrungen aus dem berufsbegleitenden Studium zu der Idee, okay, lässt sich denn daraus auch ein Modell für Vollzeitstudiengänge entwickeln? Und da gab es nochmal Unterstützung durch eine Masterarbeit von Hannes Ihring. Und wir haben herausgefunden, wir können bei einem Vollzeitstudium die Regelstudienzeit von 7 auf 5 Semester verkürzen. Was schon mal ein Wort ist, glauben wir. Das Potenzial wurde schon angesprochen, vorhin wenigstens in so 1:1 Diskussionen in der Pause. Es wird Stand heute, korrigieren Sie mich, die Schulleiter der beruflichen Schulen wissen da sicherlich mehr. Ich glaube, es wird kanalisiert über die Fachschule Technik Braunschweig, ein Modell, wo deutsche Technikerinnen und Techniker dann so als Kohorte nach Wrexham, Wales geschickt werden können und dort einen 6-semestrigen Bachelor studieren.
der auf drei durch Anerkennung auf 3 Semester verkürzt wird. Und ich glaube, die Waliser können gut rechnen und können diese verbleibenden 3 Semester in 11 Monaten abbilden. Wie auch immer, ich muss nicht alles verstehen, habe ich gelernt, von daher nehme ich das so hin. Erstaunlicherweise, jetzt kommt natürlich wieder baden-württembergischer Lokalkolorit, ich habe das mit den Arbeitgebern in unserem Sprengel diskutiert, sowohl was Südwestmetall als auch die IHK angeht. Und unisono hieß es dort, so jemand kann aus Wrexham, Wales gerne kommen, der wird bei uns als Techniker eingestellt und nicht als Ingenieur. Das heißt, das wäre auch mein Appell an Sie als diejenigen, die gegebenenfalls mit solchen jungen Leuten zu tun haben, die mit dem Gedanken spielen, nach Wales zu gehen. Das ist sicherlich ehrenwert und man lernt dort, sich selber organisieren, 11 Monate in einem fremden Land zu überleben. Das ist alles wunderbar. Aber es ist nicht der Freifahrtschein, dass die Arbeitgeber dann sagen, okay, wir erkennen das an. Zumindest, wie gesagt, die Auswahl, die ich hatte, steht auf dem ganz klaren Standpunkt, das ist nice to have, aber es interessiert uns nicht. Okay, wir haben dieses Modell Mechatronik kompakt durch Anerkennung genannt und weil man ja mit Akronymen arbeitet, heißt das MECA. Nicht Mecca, sondern MECA. Und so läuft der Studiengang bei mir im Haus. Wir haben gesagt, okay, wenn wir Techniker, Mechatronik oder Maschinentechnik, das heißt manchmal auch Maschinenbautechnik haben, dann können wir durch Anerkennung Verlagerung von Inhalten an die Fachschule und durch eine Maßnahme in den Semesterferien die Studienzeit von 7 auf 5 Semester runterkriegen. Da zeigt sich mitunter, ich würde das auch sagen, wenn mein Rektor da wäre, aber da zeigt sich mitunter, dass so Hochschulleitungen an mancher Stelle vielleicht auch weitsichtiger sind als die Studiengänge, die das operative Geschäft machen. Unsere Hochschulleitung hat uns irgendwann dazu verdonnert, dass wir die Module anbieten, mathematisch ausgedrückt Modulo 5. Also es gibt 5, 10 oder 15. Und wir Studiengänge fanden das alle doof. Weil bisher waren das halt 6 oder 4. Wieso sollen es jetzt ausgerechnet 5 sein? Als ich dieses Modell kreiert habe, habe ich Abbitte geleistet. Ich habe meinem Rektor sogar gedankt dafür. Weil Sie sehen, das ist jetzt mal so ganz grob schlaglichtartig aufgelistet von Semester 1 bis 7. Unsere Vorlesungsinhalte, so ein quadratisches Kästchen, ist ein 5-Credit-Modul. Die anderen sind halt 10 oder 15 Credits groß. Die hell gefärbten, bei mir auf der Folie waren die irgendwann mal gelb, jetzt sind sie hier auf dem Bildschirm grün. Also die nicht blauen. Das sind die, die wir ausgewählt haben, gesagt haben, dort können wir anerkennen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir dahin. Das ist das, was noch geleistet werden muss. Das muss jemand studieren. Und das war übrigens der Stand von Bekus Ing, dieser im Rahmen der Ankommen-Initiative geförderten Maßnahme. Ob die jetzt so ausführlich war, weiß ich, aber auf jeden Fall, es gibt einen Flickenteppich. Das heißt, und das ist der Stand, den viele Hochschulen heute haben, die sagen, okay, wir erkennen an, ob in dem Maße oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Okay, das heißt, Sie haben im ersten Semester halt von den 30 Credits, die da normal stehen, haben Sie 10 zu studieren. Freuen Sie sich, Sie haben halt 10 Credits mehr Zeit, sich um Mathe zu kümmern. Das ist nicht wirklich interessant. Und jetzt kommt mir zugute, dass ich in der Tetris-Generation groß geworden bin. Das heißt, Sie kennen dieses Kästchenspiel, wo von Kästchen von oben runterfallen, die unterschiedlich geometrische Formen haben. Die müssen dann gedreht und geschoben werden, sodass die immer eine zusammenhängende Linie ergeben. Das habe ich hier gemacht. Das war nicht so anspruchsvoll. Das heißt, wir haben das Ganze ein bisschen zusammengeschoben und haben gesagt, okay, wir kriegen 2 Semester gespart. Konkret, um das ein bisschen zu relativieren, wir haben das Praxissemester zu 2/3 anerkannt. 20 Kreditpunkte vom Praxissemester werden durch einschlägige Tätigkeit anerkannt. 10 Kreditpunkte bleiben nach Adam Riesen noch übrig und die stellen wir hochkant. Das ist der Klotz, der da rechts außen steht. Da sagen wir, okay, ihr müsst nicht 95 Tage wie ein normaler Vollzeitstudent, sondern halt nur 32 in einem Betrieb ableisten. Das ist aber ein Ingenieursprojekt und das begleiten wir seitens der Hochschule. Wir gucken uns das an, wir sind dazwischen am Anfang, zwischendurch und am Ende und gucken uns an, was ihr gemacht habt und wie die Dokumentation dazu aussieht, weil auch das gehört dazu, dass man
lernt in einem Ingenieurstudium, etwas mal zusammenzuschreiben. Das heißt, ein Semester geht auf Kosten des anders organisierten Praxissemesters und dann haben wir aber noch tatsächlich 6 mal 5 Kreditpunkte rausgefunden, die wir anerkennen und die wir halt komplett rausnehmen können. Das ist das zweite dieser Semester. Das heißt, wir haben rausbekommen, das Ganze funktioniert. Was für uns als Studiengang ganz wesentliches Element ist, ich lebe aus dem Bestand. Das heißt, ich muss nicht eine einzige Vorlesung zusätzlich aus dem Boden stampfen. Wenn ich das müsste, hätte ich sofort ein Problem, die Kopfzahl dauerhaft nachzuweisen. Ein Studiengang braucht halt irgendwo eine Auslastung. Man gibt zu, dass da eine Rampe noch sein kann, bis das Ganze sich etabliert hat, aber dann braucht ein Studiengang halt irgendwie 30 oder 35 Anfänger pro Semester. Hier lebe ich aus dem Bestand, das heißt, die Leute sitzen in vorhandenen Vorlesungen. Die einzige, die bei uns Stress hat, ist die Kollegin, die den Vorlesungsplan macht, weil die muss jetzt plötzlich nämlich planen. Diese spezielle Kohorte, die heißt MEK1, die sitzt halt mal mit dem ersten Semester Mechatronik, mal mit dem zweiten. Und so wird sich das durch das komplette Studium durchziehen. Das heißt, der Vorlesungsplan wird ein bisschen komplexer. Aber da sind wir zuversichtlich, das kriegen wir hin. Ich habe damit, wie gesagt, das große Glück, mein Modell ist skalierbar. Ich kann mit einem Menschen starten, ich kann mit 10 starten. Ich kann auch, wenn ich 50 kriege, habe ich vielleicht das Luxusproblem, dann werde ich teilen. Dann werden die Vorlesungen halt gegebenenfalls doppelt gehalten, weil ich habe ja noch meine 50 regulären Mechatroniker und 100 Leute in einer Veranstaltung macht auf Dauer keinen Sinn. Wir haben das Ganze pauschalisiert und standardisiert. Das Ganze ist verbindlich. Was seitens der Studierenden gegebenenfalls nachgefragt wurde, war, ihr habt in eurem normalen regulären Modell 3 Stationen, wo man ein Auslandssemester machen kann. Gibt es denn das für uns auch? 2 von den 3 gibt es. Die dritte ist das Praxissemester. Wenn das nicht im kompletten Umfang stattfindet, dann fällt das aus diesem Modell raus. Aber die haben 2 Semester, nämlich die beiden letzten, die Möglichkeit, entweder im vorletzten oder im letzten oder sogar in beiden nach draußen zu gehen. Gegebenenfalls auch mit Partnerhochschulen einen Doppelabschluss zu erwerben. Das ist alles wunderbar. Als das Konzept fertig war, war klar, im Haus rührte sich dann ein bisschen die Kollegen. Zuerst fanden sie es doof und dann sagten sie, naja, vielleicht kann man da doch mal nachgucken und nachfragen. Natürlich ist das Modell vom Prinzip übertragbar auf alles. Es braucht halt ein Stück weit den Willen, das zu tun. Oder man muss verrückt genug sein, habe ich vorhin gesagt, um sich sowas in einer Hochkonjunkturphase auch noch ans Bein zu binden. Noch ein Wort, bevor ich weitergehe. Wir haben dann mit den, natürlich im Vorfeld intensiv, nicht nur mit den genannten Partnern, sondern auch mit anderen gesprochen. Was ein bisschen schmerzlich war für uns, die Geschichte, die vorhin bei dem Vertreter von der Hans-Böckler-Stiftung anklang, na, so ein Techniker muss ja gar nicht mehr Bachelor studieren, den könnten wir doch sofort zum Master durchreichen, kommt erstaunlicherweise häufig von den Institutionen, also von den Kammern, von den Schulen, nicht flächendeckend. Aber wenn mir eine solche Frage gestellt worden ist, wieso soll denn unser Techniker, unsere Technikerin bei euch überhaupt noch auf Bachelor of Engineering studieren, dann war es aus der Klientel. Die Studierenden oder die potenziell Studierenden, die wir halt in den Beratungsgesprächen hatten, die waren da deutlich zurückhaltend und haben gesagt, werde ich das denn schaffen? Locken Sie mich auf einen Pfad, wo ich dann irgendwo mal einbreche und im Sumpf verschwinde? Und wir haben ein bisschen Überzeugungsarbeit bei den Kandidaten leisten müssen. Und die Verbandsvertreter an mancher Stelle ein bisschen bremsen und sagen, nu, mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Die Techniker werden in der Mathe Schwierigkeiten haben, zumindest in der Mathe, wie sie heute gelesen wird. Obwohl wir, da bin ich bei Ihnen, Hampe, mittlerweile auch nicht mehr die Mathematik im luftleeren Raum
lesen lassen, sondern durchaus gespickt mit den Beispielen aus der Mechanik, aus der Strömungslehre, aus was auch immer. Trotzdem ist es halt ein trockenes Brot, was da gekaut werden muss. Wir haben gesagt, das wird schaffbar sein. Und die Zuversicht haben wir gewonnen aus unseren Erfahrungen von den berufsbegleitenden Studierenden. Die haben nämlich noch eine höhere Belastung. Die gehen tagsüber ihrem Broterwerb nach und haben da durchaus auch schon nennenswerte Positionen in ihren Firmen erreicht. Die studieren halt 4 Jahre berufsbegleitend, mit freundlicher Unterstützung durchaus auch von Südwestmetall, zahlen dafür Geld und werden das Studium erfolgreich beenden. Und die Zuversicht kommt einfach daher, der erste Jahrgang ist fertig, der hat mit 25 Leuten begonnen und wir haben daraus 3 verloren. Und glauben Sie mir, nicht dadurch, dass wir das Niveau abgesenkt haben. Dafür habe ich gesorgt. Ich bin dort Studiendekan und ich habe alle meine Kollegen gebrieft und habe gesagt, wenn einer von euch anfängt, da irgendwie die Klausuraufgabe vorher schon als Probeklausur zu rechnen, dann gibt es Ärger. Das können wir nicht brauchen. Ich mache mir selber den Spaß, es ist ja kein Studierender von mir anwesend, dass ich durchaus, wenn die Klausuren dicht genug beieinander liegen, in 2 Klausuren Vollzeit und berufsbegleitend wenigstens mal eine Aufgabe identisch mache. Und die berufsbegleitenden Studierenden schneiden mit 15% mehr Punkten bei dieser Aufgabe ab. Der Faktor Mensch meinerseits ist relativ schnell rauszurechnen. Das ist der gleiche Typ, es ist das gleiche Skript und es sind die gleichen Aufgaben. Das eine mache ich tagsüber, das andere am Abend. Also, das heißt, unser Eindruck war von Anfang an, ein solches Modell ist zu schaffen, weil Technikerinnen und Techniker einfach mehr Biss haben. Da kommen wir wieder auf diese Geschichte. Heute sind die Studienanfänger sicherlich nicht blöder oder fauler als wir damals. Ich kenne die Storys auch, dass unsere Professoren gesagt haben, Untergang des Abendlandes steht bevor, wenn man euch so anguckt, dann wird nie mehr was aus Deutschland als Industrienation, trotzdem sind wir immer noch Hightech-Land. Diese Diskussion zieht sich über wohl viele Generationen. Aber trotzdem bemerken wir das, was, glaube Sie, Herr Küpper, vorhin gesagt haben. Die Geduld, nee, es war egal, Sie waren es. Geduld. Auch der Biss. Wenn eine Aufgabe in Mathe nach 5 Minuten nicht zu Ende ist, dann muss man halt noch mal eine halbe Stunde investieren. Das fehlt mitunter den heutigen Abiturientinnen und Abiturienten. Das mag dem Schulsystem, durch das die durchgelaufen sind, geschuldet sein. Habe ich nicht zu kommentieren, ich nehme es halt hin. Das erlebe ich bei Technikerinnen und Technikern definitiv nicht. Die wollen verstehen und die beißen sich durch, weil sie es halt gewohnt sind. Und das ist der Erfolgsschlüssel. So, und das war alles wunderbar. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir diesen Vogel fliegen. Die spannende Frage war, wer interessiert sich denn dafür? Und auch da kann man aus der Schule plaudern. In Aalen gibt es ein riesengroßes Berufsschulzentrum mit Technikern rauf und runter. Das ist eines der größten im Land. In Stuttgart gibt es ein größeres. Und dann kommt, oh Wunder, Aalen, die Perle der Ostalb. Dieses Schulzentrum hat einen Schüler geschickt. Im benachbarten Bayern, Nördlingen, die haben mir 11 geschickt. Der Grund ist ganz einfach. Die Technikerschule Nördlingen ist ziemlich klein. Die sieht damit für sich selber auch eine Win-Situation. Win-Win ist immer so eine Sache, aber sie sieht eine Situation, aus der sie etwas herausziehen kann. Nämlich die Perspektive bieten, Freunde, wenn er zu uns kommt als Techniker, Vorsicht, habt ihr nicht die Gewähr zum Studium, aber ihr habt die Chance, ein Studium verkürzt durchzuführen. Und das mag ja eine Option sein. Ich vergleiche es immer mit meiner Uni. Ich wäre wahrscheinlich, also zwar hypothetisch, wäre nicht an diese Uni gegangen, wenn nicht die Möglichkeit der Promotion bestanden hätte. Als ich das Studium begonnen habe, wusste ich, wie man Promotion schreibt und dass das irgendwie wissenschaftlich anspruchsvoll ist. Wäre aber nicht hingegangen, wenn diese Option nicht bestanden hätte. Ich habe die dann irgendwann gezogen und gut war. So ähnlich sieht das die Technikerschule heute oder die Fachschule Technik und sagt, okay, wir hätten gerne für unsere guten Absolventen und Absolventinnen die Option. Und wenn die ziehen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Das Berufsschulzentrum Aalen vor meiner Haustür sagt, wir bilden aus für die Industrie. Ich übersetze es mal mit Indianer. Häuptlinge wollen wir nicht. Ob das der
Wunsch der Technikerschule war? Weiß ich nicht. Er wurde mir gegenüber so artikuliert. So ähnlich sieht Heidenheim, auch Baden-Württemberg, ein bisschen weiter weg, nicht ganz so groß. Die sagen, ah, wissen Sie, die Firmen im Umfeld erwarten von uns, dass wir deren Techniker ausbilden, dass die studieren, haben wir nie diskutiert. Von daher halten Sie sich bitte zurück mit Pressemitteilungen. Natürlich wollte ich damit die Lokalpresse pflastern. Es ist nur in Teilen gelungen. Wir haben als Erfahrungsbericht im letzten Wintersemester begonnen. Wir haben 11 Technikerinnen und Techniker. Nee, sorry, es sind nur Männer. Entschuldigung. Das sind sowohl Mechatroniker als auch Maschinenbauer. Die studieren jetzt alle Mechatronik. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin der Mechaniker in diesem Studiengang und meine Mechanik liegt im ersten Semester. Für alle miteinander nicht ganz angenehm, weil die Mechanik halt ein Hürdenfach für die Ingenieurinnen und Ingenieure ist. Ich habe eine positive Unruhe verspürt, nämlich ich gebe halt, wie das so üblich ist, zwischendurch mal Übungsaufgaben. Sag, okay, guckt euch aus der Aufgabensammlung Aufgabe 1.4 und 2.3 an, die besprechen wir nächsten Dienstag. Und revolutionär war, am nächsten Dienstag saßen 11 Leute da und hatten Lösungen. Wenigstens Teillösungen. Und die haben genau an der Stelle, bei der sie abgehängt wurden, sich gemeldet und gesagt, bis dahin sind wir gekommen. Erklären Sie mir, wie geht's weiter? Und der Rest der 80, die da drin saßen, die wurden auf einmal fickerig. Da sind ja Leute, die rechnen. Jetzt. Nicht erst 2 Wochen vor den Klausuren, sondern jetzt während des Studiums. Semester hat gerade begonnen, 1 Woche rum und die rechnen schon Aufgaben. Boah, das muss ich auch. Und plötzlich fingen die an, auch in den Tutorien, die wir auch haben, meine Tutoren richtig zu löchern. Sagen, okay, den Weg haben wir jetzt. Aber der Prof, der hat irgendwie das noch anders gemacht. Der sagt zwar, beide Wege sind zulässig, aber erklär mir den anderen. Ich will das wissen. Das heißt, ich habe eine ganz klare positive Unruhe erlebt. Und die Techniker haben natürlich, das ist immer so eine Gratwanderung, das, was man gerade so in der Werkstoffkunde am Anfang macht, reflektiert mit ihrer beruflichen Erfahrung. In meiner Firma war das aber, oder erklären Sie mir dann doch mal, wieso gingen die Bauteile bei uns immer kaputt, wenn wir so und so gemacht haben. Da muss man aufpassen, dass man nicht vom Vorlesungspfad abweicht. Hier ein bisschen anonymisiert, ich habe die Einzeldaten natürlich, aber natürlich gebe ich sie nicht preis. Wir haben im ersten Semester 4 Klausuren. 11 Leute haben an diesen Klausuren jeweils teilgenommen. Die haben einen Gesamtschnitt von 2,2. Alle Studierenden haben im Vergleich dazu einen Schnitt von 3,7. Von den 11 ist in diesen 4 Klausuren niemand durchgefallen, von den restlichen 70 oder 80 durchaus die ein oder der andere. Wir haben auch beflügelt dadurch einen gemeinsamen Antrag der HAWs, der Hochschulen für angewandte Wissenschaft Baden-Württemberg, an unser Ministerium gerichtet, doch genau die vorhin angesprochene Datenbank zu etablieren, mit, unbescheiden wie wir sind, dem Sitz dieser Datenbank in Aalen, damit alle HAWs in diese Datenbank einspeisen können und alle sich daraus bedienen können und sagen, okay, die Aalener erkennen bei einem Maschinenbautechniker die und die und die Fächer an. Gibt es die bei mir? Oder gibt es sie nicht? Mag ja sein, dass die anders zusammengewürfelt wurden. Das ist halt die Folge von Bologna. Aber wenigstens mal eine Entscheidungsgrundlage haben und sagen, okay, die haben das an der Stelle anerkannt. Ich muss das nicht mehr en Detail prüfen. Ich kann mich entweder mit dem Kollegen auseinandersetzen und sagen, was hast du geprüft? Oder mich darauf verlassen. Wenn der Mensch nämlich bei mir anfängt und es anerkannt bekommen hat und dann nach Heilbronn wechselt, dann ist nichts mehr mit Nachfragen. Dann ist das so. Dann ist das in Stein gemeißelt. Gut. Das war's. Haben Sie dazu Fragen? Also ich finde es ja spannend, dass man mit Tetris Bildung optimieren kann. Es macht mir Hoffnung, dass die World of Warcraft-Generation vielleicht doch noch irgendwo in der Produktivität ankommt. Sie haben das Thema Motivation angesprochen, dass die Techniker deutlich höher motiviert sind als die Akademiker. Die Abiturienten. Die Abiturienten, Entschuldigung, die zum Akademiker
hingeführten genau. Schüler. Ja. Wenn es keine Fragen gibt, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht aus dem Fachhochschulen, Hochschulbereich, Universität. Ja, vielleicht an der Stelle, eben haben wir es gar nicht angesprochen auf der ersten Diskussionsrunde. Also Techniker, gebe ich zu, die bei uns, die wenigen, die fertig werden, schaffen alle das Studium, ist gar kein Thema. Mathe müssen wir so noch ein bisschen beglücken, um es mal so auszudrücken, auch kein Thema. Aber von den anderen Fächern her kein Problem. Was ich noch erkenne fürs normale Studium jetzt zum Beispiel, wir haben auch ein berufliches Gymnasium an Bord. Ja. So, da fangen, ich sag mal, roundabout 80, 90 Leute an. Fertig werden bei uns nur 46 am Gymnasium, wohlgemerkt. Ja. Der Rest hat in der Regel freiwillig vorher aufgegeben, in Anführungsstrichen. Wir haben sie nicht rausgeprüft. Wir, jetzt kommt es aber, und das sind zu 60-70% Realschüler. Okay. Also deutliche Mehrzahl. So, und von denen, die jetzt fertig sind, also studiert haben auch, die ersten sind jetzt auch da fertig geworden, haben wir Umfragen, die müssen sich zurückmelden. Und wir können sagen, 92% haben bestanden. Von überwiegend Realschülern. Also das heißt, ich möchte eine Lanze brechen für dieses Vorschulische, was Sie auch meinten, dieses Technische. Das heißt, wir haben Elektrotechnik, Maschinentechnik und Bautechnik und Mediengestaltung, okay. Die vier Schwerpunkte. Die müssen sich auch früh dafür entscheiden und sie werden speziell beseelt. Dann auch von Berufsschullehrern, ist also völlig gemischt mit Gymnasiallehrern und so weiter. Also kommen aber alle aus dem beruflichen Sektor. Okay. Und wir stellen fest, dass die alle wissen, wie man lernt. Das ist genau das, was Sie eben sagen, weil wir haben die so getriezt. Also die wissen, wenn sie da durchkommen, was sie erwartet und dann dementsprechend auch weitermachen. Und ich finde, das ist für die Leute natürlich wesentlich schöner. Das ist einfach nicht so frustrierend wie die normalen Abbrecher. Also insofern gebe ich da vollkommen recht. Mit ein bisschen Vorbildung, was vielleicht auch das eine oder andere Gymnasium vielleicht mal sich überlegen könnte, hat man doch deutlich höhere, ja, die schon in die Spur gebracht, um es mal so auszudrücken. Noch Fragen oder Anregungen zum Thema Studienzeitverkürzung? Ja, wir hatten, glaube ich, in der Pause schon mal drüber gesprochen. Sie hatten beschrieben, dass dieses Curriculum, was Sie dargestellt haben, oder die Stundentafel, war ja aufgebaut dann für eine homogene Kohorte. Ja. Also beim Berufsbegleitenden kann ich mir das noch sehr gut vorstellen. Für das duale Studium habe ich da so meine Schwierigkeiten, wie das umgesetzt wird. Die ersten Erfahrungen habe ich mit dieser Anerkennungsthematik bei meinen Berufsbegleitenden gewonnen. Dort erkenne ich an, aus meiner Sicht natürlich am liebsten pauschal, sprich ich gucke nach, welche Qualifikation bringt jemand mit und habe dann einen Katalog, was dann dagegen gelegt wird. Natürlich enthebt mich das nicht der Pflicht, dass jemand dann kommt und sagt, okay, ich habe aber noch zusätzlich Hydraulikkurs 7. Okay, dann gucken wir nach und erkennen das gegebenenfalls auch an. Das führt erstaunlicherweise in dem Zweig nur zu einer Entlastung, nicht zu einer Verkürzung, weil dort der Vorlesungsplan so ist, dass ich dann nicht irgendetwas parallel planen kann. Hier haben wir es tatsächlich so, dass diese MEKA-Studierenden mit den Mechatronikern mit durchlaufen und wie gesagt, die sitzen in der Mathe zusammen mit den normalen Mechatronikern, in der Mechanik auch, aber in der Physik sitzen die, Sie sehen hier wahrscheinlich ziemlich schlecht, neben der 2 steht Mathematik und daneben steht so ein graues Kästchen, was hier in einem Kontrast schlecht rauskommt, Physik. Das ist Regelstudiengang Mechatronik, 2. Semester. Und bei meinen MEKAs rutscht dieses Kästchen einfach runter. Das heißt, die kriegen die Physik in ihrem 1. Semester, parallel zu meiner Mechanik. Das war halt dem Tetris geschuldet. Das hat bisher, meine Erfahrungen sind riesengroß, ein ganzes Semester. Aber ich habe wenigstens 11 Leute, von denen ich berichten kann. Und nicht, man müsste mal. Aber Stand heute hat das wunderbar funktioniert. Sie sehen die 4 Prüfungen, Physik, Mechanik, Grundlagen ist ein 10er-Modul, Elektrotechnik, Grundlagen und Informatik, Grundlagen, haben die alle miteinander geschafft. Und wie gesagt, im Schnitt von 2,2, was ich bemerkenswert finde. Ja? Und momentan laufen die in ihrem 2. Semester. Und da bin ich durchaus zuversichtlich, dass das so weiterläuft, weil die ackern immer noch. Und es kamen die Kollegen, die jetzt diese Gruppe neu haben, zu mir,
nach der ersten Vorlesungswoche und sagen, du, was sind denn dafür? Da sitzt so eine Gruppe immer beieinander und irgendwie haben wir den Eindruck, die ackern. Dann sage ich, ist alles klar. Wo sitzen die? Also es kommt immer auf den Hörsaal an, aber es ist bei uns halt schon ein bisschen schulisch. Man hat ab der zweiten Woche seinen Platz und die Gruppe hat ihren Platz und ich sitzen die da oben rechts? Ja, sage ich, alles klar, dann kenne ich die. Mach dir keine Sorgen, das wird gut. Also es ist, wie gesagt, planungstechnisch natürlich eine Herausforderung. Man muss so verschiedene Semester dann miteinander verknüpfen, was dazu führt, dass unser Vorlesungsplan halt ein bisschen komplizierter wird. Und wir brauchen dann nicht mehr reden, ich möchte eine Vorlesung heute verlegen, weil ich auf dem Kongress in Berlin bin. Die fällt halt dann aus, weil das kriege ich nimmer irgendwo in eine Lücke reingeschoben, zu der alle Zugriff haben. Das geht nicht. Ja. Aber das ist halt so. Ich kompensiere das durch schnelleres Reden, wenn ich wieder da bin. Da kommt noch eine Frage. Ich wollte mal ganz kurz fragen, Sie sagen immer, Sie können anerkennen von der Technikerschule, ja. Aber es gibt ja viele Technikerschulen. Ja. Und sind denn die alle so vergleichbar? Ja. Also ich kenne unsere hier in Berlin, aber ob die anderen ähnliche Curricula haben, das kann ich so jetzt nicht nachvollziehen und ob sie auch so genauso tief. Also Sie haben natürlich vollkommen recht. In einem Bundesland ist das Ganze in der Regel halt in so einem Rahmencurriculum abgebildet. Das heißt, ich habe mit den vier Schulen, die ich aus Baden-Württemberg habe, die potenziell da mitmachen könnten, über das Regelcurriculum nur einmal geredet, weil alle anderen unterliegen dem gleichen. Ich mache aber dennoch eine Kooperationsvereinbarung mit der Fachschule Technik. Und zwar deswegen, weil die ihren Wahlbereich halt bitteschön zu meinen Gunsten auslegen müssen. Wenn die jetzt mit Verfahrenstechnik im Wahlbereich ankämen, dann wäre das zwar nett, würde mir aber nichts helfen. Das heißt, ich habe mit denen allen individuellen, also mein Rektor als Vertreter der Hochschule hat mit dem dortigen Direktor eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, in der festgehalten ist, wir setzen auf dem jetzigen Curriculum von dort und hier auf und wenn einer der beiden Partner daran etwas ändert, ob aus eigenem Antrieb oder aus Wunsch des Kultusministeriums, dann müssen wir wieder reden, ganz klar. Und wie gesagt, von den 16 Bundesländern habe ich jetzt mal mit dreien geredet. Das war Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg. Den Rest der Welt kenne ich nicht, wobei auch Thüringen war für mich, also von Erfurt bis nach Aalen ist eine Strecke, die zweite Liga fährt die, aber auf dem Weg von Erfurt nach Aalen kommen einen ganzen Haufen Hochschulen, die aber den Schritt nicht gehen wollten. Warum auch immer. Ich habe Stand heute Techniker aus Nördlingen, aus Aalen und sonst keinen. Die Kooperationsvereinbarungen sind halt geschlossen. Ob die mal zum Leben kommen, wird die Zukunft zeigen. Aber Sie haben vollkommen recht. Das Curriculum der Schulen ist sicherlich auch ziemlich divers und ich muss mich darauf verlassen können, drum Kooperationsvereinbarung. Musik